Im letzten Teil ist es ja damit geendet, dass ich noch ein paar provisorische Bauteile auf meiner Platine hatte, denen ich das Ganze erstmal ausprobiert habe. Das habe ich jetzt nochmal etwas behoben in diesem Teil. Da wollen wir doch jetzt auch nochmal drüber gucken und dann das Ganze auch abschließen. Naja, und zwar gab es hier einmal noch diesen Elko, der da hochstand. Der kann ja in Wirklichkeit auch viel kleiner sein, nur ich hatte nichts Passendes da. Habe ich jetzt nochmal einen Low-ESR-Elko hier, den ich da drauf gebaut habe, mit 220 Mikrofarad. Weil beim Step-Up-Wandler ist ja auch am Eingang gar nicht so viel Rippelstrom tatsächlich. Ja, weil der Strom fließt ja entweder durch die Induktivität über den Transistor ab oder aber durch die Induktivität in den Ausgangs-Elko rein. Das heißt also, der fließt ja praktisch immer durch die Versorgungsquelle, also durch den Akku. Da muss also gar nicht so viel abgepuffert werden. Nur der Rippel, der entsteht halt. Und der ist ja relativ klein, weil ich ja die Induktivität recht üppig gewählt habe. Deswegen passt das hier mit dem kleinen Kondensator ganz gut. Ja, dann ist hier schon mal ein Anschlussdraht dran, wo ich dann nachher die Umschaltung mache. Der ist parallel hier zu dem Schandwiderstand, der da die Messspannung quasi durch den durchfließenden Strom generiert für den auf der Unterseite liegenden Schaltregler IC. Da sieht man auch hier, der gehörte da ja eigentlich nicht hin, siehe Teil 2. Er hat noch eine Diode jetzt gekriegt, weil gleiches Thema eigentlich. Ich hatte vorher eine bedrahtete von oben drin stecken und ich habe aber nichts Passendes wirklich gefunden mehr in bedrahtet. Deswegen habe ich jetzt einfach hier eine Schottky SMD bis 150 Volt da drauf gelötet, 3 Ampere, die reicht ja auch völlig aus dafür. Aber die passt halt auch ganz gut auf Unterseite, ne? Und dann ist hier auch ein bisschen was drauf. Und dann hat der Kondensator hier auch Platz, ne? Dann ist die Diode da nicht mehr noch im Weg. Dann gab es zum Schluss auf der Unterseite noch einen Folienkondensator, der etwas niederinduktiver angreift, direkt an den Pins. Der ist parallel zum Elektrolytkondensator am Ausgang hier oben. Der hat ja doch ein paar Zentimeter Abstand. Und deswegen habe ich hier nochmal ein bisschen nachgeholfen, sozusagen. Folienkondensator, dass da nicht ganz so viel Hektik herrscht. Ja, dann brauchte ich noch irgendwie so ein kleines Kühlblech für den Transistor, weil der aufgrund seines kleinen Gehäuses ja doch auch bei wenig Abwärme schon sehr warm wurde und ja, ich hatte irgendwie kein Kupferblech da und so im Baumarkt ist ja Kupferblech, das ist ja quasi wie Goldblech, wird das ja gehandelt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme einfach nochmal ein Stück Rohr da, was ich auch noch liegen habe und sehe ich da mal was von ab, mach das, schlitz das und drück das mal ein bisschen platt hier mit dem Hammer. Dann hat man ja auch ein Stück Kupferblech, hat auch 1 mm Stärke, also ungefähr das, was ich haben wollte, war halt so die schnellste Möglichkeit, da mal an was ranzukommen. Na, warum Kupfer? Weil ich wollte es halt anlöten. Na, weil das bot sich da ganz gut an, irgendwie mit Wärmeleitkleber, solchen Geschichten jetzt anfangen. Das wäre ja auch wieder abartig gewesen. Deswegen war es eine ganz gute Möglichkeit. Ich bin da einen Streifen von abgesägt, das ist ja dann auch schnell gemacht, in 10 Minuten da, dann hat man ja auch so ein Stück Rohr auf dem Blech. Und das reicht ja dann für den Zweck auch völlig aus. Ich habe den Kaptonband wieder drum gemacht, ne, damit ich auch zu den Teilen hier rechts und links da noch ein bisschen Isolation habe, falls es mir irgendwie doch denn mal irgendwie noch biegt oder was auch immer passiert bei einem transportablen Gerät, muss man da immer ein bisschen an andere Sachen denken als an stationären. Deswegen habe ich das noch ein bisschen isoliert hier. Vorteil bei Kaptonwand ist halt, ne, hitzebeständig. Das heißt also, ich kann es mit umgeklebtem Band auch direkt dann löten und da passiert nichts mehr dran. Es bleibt also trotzdem da, auch in nächster Nähe. Ne, das schmilzt nicht oder zieht sich nicht weg oder so. Das geht schon echt super. Ich sehe da angelötet. Steht das hier so am Rand ungefähr, hat auch eine leichte Neigung, dass es nachher noch ins Rohr reinpasst. Und dann ist das eigentlich ganz gut. Dann kann man das soweit fast als fertig bezeichnen. Ich habe hier dann die beiden Widerstände, die den Spannungsteiler darstellen, der die beiden Treibertransistoren dann hier füttert sozusagen. Die habe ich nochmal halbiert, ein bisschen mehr sogar. Die hatten ja vorher 5,1 Kiloohm, die habe ich jetzt noch auf 2,4 Kiloohm verringert, weil mir der Umladestrom noch ein bisschen gering war. Ich hatte, war es noch ein bisschen kurvig, so ein bisschen am Oszilloskop hier. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache den nochmal ein bisschen niederohmiger und das hat auch tatsächlich nochmal ein klein wenig gebracht. Also jetzt mit dem Blech in Verbindung habe ich da eine recht geringe Abwärme, möchte ich sagen. Also das macht jetzt keinerlei Probleme mehr. Können wir also zum Gehäuse übergehen? Da ich das Ganze ja über Schalter betreibe, also einmal einen Ausschalter und dann gibt es halt noch einen Wechselschalter mit Mittelstellung, der die zwei Helligkeitsstufen steuert, die ich mir vorgenommen habe, brauche ich irgendwie, um die auf das runde Rohr zu bringen, noch so ein Stück Adapter oder so ein Stück Rahmen. Sieht man hier, das habe ich mal konstruiert. Also das hat hier unten den Radius des Rohres. Und von oben dann eben zwei Ausschnitte, wo man die Schalter durchstecken kann. So ein 10 Minuten Druckteil, ne, das können wir jetzt mal überspringen. Das ist dann quasi mit einem Fingerschnipp fertig. Und das ist auch schon fertig. Da sieht man hier, jetzt 0,2er Schicht habe ich da jetzt genommen. Und dann passt das hier halbwegs. Das muss ja jetzt nicht so super glatt sein. Das ist ja hier von unten. Ne, die Oberseite, die lag dann unten. Das sind die beiden Schalter, wie man sieht.
Und hier habe ich das schon mal aufs Rohr gelegt, das passt auch ganz gut. Da kann man jetzt hier direkt mal umzeichnen und dann die Ausschnitte machen. Die ist da ja noch benötigt. Hier habe ich dann erstmal gebohrt, so grob vorgebohrt und dann das Ganze mit der Feile noch ein bisschen rechteckig gemacht und so, dass das dann ungefähr hier reinpasst, ne? Sieht dann auch soweit schon mal ganz gut aus. Wenn man ein kleines Detailfoto des Ganzen, also diese Rastnasen, die an den Schaltern dran sind, die sind ja für, ne, ich würde mal schätzen, 3-4 mm Materialstärke für Frontplatten oder ähnliches. Dadurch, dass ich jetzt an dem Druckteil nur 1 mm Stärke habe und das GFK-Rohr, was ich da verwende, ja auch nur 1 mm Stärke hat, kann ich da tatsächlich beides zusammenrasten. Also ich habe hier nichts geklebt oder so, das ist halt einfach drüber gesteckt und steckt dann nochmal ins Rohr am Ende und dann ist es halt auch alles fest. Und man kriegt es auch relativ simpel wieder raus, sage ich mal. Man kriegt es auch wieder rausgehebelt. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man da Kleber dran hätte oder so. Habe ich das Ganze aber erstmal außerhalb des Rohres nochmal provisorisch zusammengelötet, um nochmal zu gucken, ob alles funktioniert. Ab und zu mal einen Funktionstest machen ist immer ganz gut. Nicht, dass man am Ende Überraschungen erlebt. Hier sind die beiden Widerstände dran. Das ist einmal nochmal 7,5 Ohm, der parallel zu dem vorhandenen 7,5 Ohm ist. Das heißt also, ich verdopple quasi einmal den Strom. Und in der zweiten Stellung habe ich den nur 2,7 Ohm. Also der ist noch nicht noch ganz normale Verdopplung. Also ich komme denn, also die vollen 700 Milliampere, die theoretisch die vollen 8000 Lumen machen würden, die habe ich jetzt nicht. Ich bin ein bisschen drunter bei 600 und Milliampere, weil ich wollte etwas Abstand haben zum Maximum, auch weil der Erwärmung der Schaltung einmal und auch dann irgendwann der Erwärmung der LEDs. Ne? Also dass man so ein bisschen nach oben noch ein bisschen Luft lässt, mache ich ja nicht mal ganz gerne. Da habe ich das Ganze mal einmal in Betrieb genommen, gibt es hier zwei Bilder. Das ist einmal die mittlere Helligkeit und einmal die volle Helligkeit. Die kleinste habe ich jetzt mal weggelassen, weil hatten wir jetzt schon oft genug. Hab dann auch nochmal einmal übergerechnet. Also ich bin tatsächlich jetzt noch etwas besser mit dem Wirkungsgrad tatsächlich. Es waren ja vorher so 91, und jetzt bin ich bei 93, und also mit den gleichen Messgeräten und dem gleichen Aufbau. Das heißt also, ob der Wert jetzt wirklich genau stimmt, klar, ist fraglich, ne? Weil die Messgeräte haben alle eine Toleranz. Aber er ist auf jeden Fall besser geworden, ne? Weil es ist ja gleich Umgebungsbedingungen. Ne? Also um relativ das zu vergleichen, kann man natürlich schon klar behaupten, es ist besser geworden, ne? Weil logisch, Werte sind ja höher. Ja, so sieht das dann jetzt hier halt aus. Da habe ich noch meine Fotos hier nochmal drin. Man sieht auch tatsächlich, die Werte, die hier unten stehen, stimmt auch, sofern ich mich nicht vertippt habe. Und da muss ich auch sagen, da bin ich ganz zufrieden mit. Ne? Also 93, und, ne? Wenn es jetzt nicht ganz passt, aber es ist trotzdem Wirkungsgrad, der ist schon recht in Ordnung, finde ich, für so einen windigen Aufbau da von so einem Wandler ist da schon ganz okay. Also da bin ich doch recht zufrieden mit. Kann man das Ganze also mal zusammenbauen? Ist mal ins Rohr geschoben hier von oben und das Kabel das schon mal nach oben durchgefädelt durch meinen Kugelkopfeinstellungen und dann hier oben raus und hier unten dann schon mal durch die Schalteraussparungen, wo die dann am Ende auch noch angelötet werden. Hier das nochmal alles ein bisschen rangebaut und hingebogen, dass es dann so gerade so noch hier durchpasst durch die Fenster und dann reingesteckt werden kann. Die Widerstände schweben da jetzt halt in der Luft dahinter. Also das passt dann schon. Das kann man dann schon mal so machen. Und dann ist das Ganze auch erstmal so weit vorbereitet. Kann man sich jetzt also mal um die Aufnahme kümmern, die dann in Richtung Akku geht. Dazu noch mal ein kurzer Blick in meine Zeichnung meines Wechselakkusystems. Hier sieht man einmal den Block, der dann unten in den Akku geschoben wird zur Aufnahme. Da vorne kommen die beiden Goldkontakte rein, die Stecker, die 4 mm Stecker. Die haben dann hier Bohrungen, die durchgehen und hier gibt es einen Ausbruch, wo man dann mit den Kabeln nach oben gehen kann. Da vor und dahinter sind noch zwei gesenkte Schraubenlöcher für M3-Schrauben. Da wird das Ganze dann verbunden mit, ich schalte mal oben hier, das ist das obere Teil, wo denn das Lampenrohr drüber kommt, wo hier denn in der Mitte noch ein Ausschnitt ist. Wo dann hier die Schrauben reinkommen, da schneide ich am Ende dann Gewinde rein. Also ich mache 2,5 Löcher und schneide dann M3-Gewinde rein. Das geht tatsächlich, wenn man hier ein bisschen mehr macht, also sind diese 10-12 mm Materialstärke, dann kann man da schon ordentlich anziehen. Das hält dann schon was. Ne? Hier gibt es nochmal quer nochmal zwei Bohrungen, eine rechts, eine links. Die habe ich gemacht, falls das Rohr ein bisschen rutschig ist auf dem Durchmesser, falls es nicht gut klemmt, kann man da nochmal eine Schraube reindrehen oder einen Stift oder so, dass einem das nicht verloren geht. Und dann soll es das eigentlich auch schon gewesen sein. Das kommt dann so zusammen, wie man hier sieht. Mit zwei Schrauben. Dann kann man vorher die Kabel hier noch entspannt durchtüdeln und kann das dann zusammenziehen. Und es lässt sich auch besser drucken, weil ich drucke es halt so rum, ne? Wenn man sich das jetzt mal vorstellt hier, damit die Schräge keine Unterstützung braucht, also kein Stützmaterial, dann kann ich das in eins drucken und dann schraube ich das von der Unterseite nachher zusammen, wenn das ist gut. Dann kann man das so machen. Das sind die fertigen Teile.
Das habe ich zweimal gedruckt, weil ich hatte einmal 0,2er Schicht noch, um auszuprobieren, wie sich das so verhält mit dem Durchmesser. Und dann habe ich nochmal 1,01er Schicht gedruckt, dass es noch ein bisschen präziser wird alles. Und das hier ist das Unterteil. Ja, das habe ich jetzt schon so oft gedruckt eigentlich für alle möglichen Geräte, die ich da mittlerweile schon so drin habe in dem Wechselakkusystem. Also das passt eigentlich schon immer recht auf Anhieb, möchte ich mal so sagen. Kann man das hier mal zusammen montieren, wie schon erwähnt, ne? Kabel durchtüdeln nach vorne. Dann das Ganze hier schon mal etwas reinschieben, weil ich habe jetzt hier nicht so viel Reservelänge, weil einmal muss die Länge ja irgendwo hin und andererseits ist ja auch blöd, wenn man zwischen Akku und Wandler denn noch unnötig lange Kabel hat. Bringen ja auch wieder Induktivität mit durch den Ripple-Strom, der da drauf liegt und deswegen, wenn die kurz hält, ist schon ganz angenehm. Da kommen dann erstmal die 4 mm-Buchsen, die Goldkontakte angelötet und dann wird das Ganze mit Epoxy dann da eingeklebt. Also kommt hier Epoxy drum hinten und dann wird das da reingedrückt. Und das Ganze zum Ausrichten stecke ich das dann schon mal so ein bisschen im Akku an, dass die Pins dann vorne gerade sind, also parallel. Und dass die dann am Ende auch gut fluchten, wenn man den anschließt. Dann braucht das ja 5 Minuten, dann ist es fest. Das ist aber keine lange Zeit. Ja, und dann kann man sich um die obere Hälfte noch kümmern. Dann habe ich das Kabel erstmal mit transparentem Klebeband in Richtung der Anschlussseite der LEDs gelegt. Dann gibt es hier noch Brückendraht, der die rechte und linke Hälfte miteinander verbindet und dann werden zum Schluss die Kabel hier noch angelötet und dann passt das auch. Ist ein bisschen eine frickelige Sache hier oben, ist ein bisschen fein alles. Die Lötstellen sehen jetzt auch nicht so vorzeigbar aus letzten Endes. Ich habe es aber trotzdem auf dem Foto, weil ja gut, ne, es hält und es funktioniert und dann soll das auch gut sein. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ja, das war es eigentlich auch schon, kann man sagen. Ne, hier sieht man, der Akku als Standfuß reicht völlig aus. Durch das GFK-Rohr und das dünne Blech hier oben ist es relativ leicht. Also das steht echt gut, wenn man da mal gegenkommt, wackelt, aber kippt halt nicht um. So ein bisschen so ein Bojencharakter, würde ich fast mal sagen. Also das kann man schon ganz gut so lassen. Hier mal ein kleines Detailbild, ne, mit den Schaltern. Es fügt sich auch ganz gut ein, finde ich. Ne, alles in Schwarz. Schön mit dem Rahmen drumherum. Es liegt auch schön an. Na, fast als sollte es so sein, kann man sagen. Hier oben nochmal die Aufnahme mit dem Kugelkopf. Das gefällt mir auch ziemlich gut. Also das ist so ein Konzept, das kann man sich mal merken. Wenn man nochmal sonst Sachen hat, ne? Also es trägt jetzt nicht irrsinnig viel Gewicht, beziehungsweise ja, man müsste es dann halt größer designen, ne? Aber so in dieser Größe mit diesem 30er Rohr, da geht das schon ganz gut so für die Fläche. Ne? Also das klemmt gut. Also das zieht man dann mit 2 Fingern an und dann geht das auch schon, dann verstellt sich das auch nicht mehr. Ist ja jetzt hier keine große Vibration drauf oder viel Gewicht drauf, ne? Von daher kann man das echt schon ganz gut machen. Ja, und das ist das Gerät fertig und dann bin ich jetzt mal gespannt, inwiefern das doch unterstützend ist. Durch die 3 Stufen habe ich ja jetzt in der ersten Stufe ungefähr 2000 Lumen. Ich würde mal sagen, also wenn man weniger als 2000 Lumen braucht, dann braucht man die Lampe nicht. Dann reicht auch die Zimmerbeleuchtung. Und die zweite Stufe verdoppelt dann auf 4000 Lumen. Und die letzte Stufe, die verdoppelt dann nicht mehr ganz. Die wird dann irgendwo bei 7000 Lumen, sowas in der Größenordnung liegen. Also das ist auf jeden Fall schon ordentlich Licht. Muss ich mal sagen, da kann man schon gut was mit anfangen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so auf Fotos und Videos auswirkt in Zukunft. In diesem Sinne dann euch erstmal noch einen schönen Tag und tschüss.